Hey, wir sind mit drinnen in der Weinstock-Serie und heute sind wir bei der vierten Saison angelangt, nämlich wir lernen heute über die Wintersaison reden. Und die Saisons, die wir zusammen anschauen vom Weinstock, das können Saisons sein oder sind Saisons, die mit unserem Leben etwas zu tun haben. Und das ist das, was ich so cool finde an der Bibel. Sie nimmt so einfache Bilder und einfache Storys, um uns zum Nachdenken anregen, wie wir unser Leben selber leben. Wir haben den Frühling angeschaut, den Prozess vom Fokussieren, was ist darum gegangen. Wir überlegen uns, was in unserem Leben wirklich wichtig ist, auf was wollen wir einen Fokus setzen, wo wollen wir Prioritäten setzen in unserem Leben. Wir haben den Sommer angeschaut, den Prozess vom Reifen, wo es um das Durchhalten geht und nicht aufzugeben, wo man vielleicht muss etwas nachschneiden muss, um die optimalen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Trauben wunderbare Frucht bringen oder der Weinstock kann super Frucht bringen. Wir haben den Herbst zusammen angeschaut, wo es um das Ernten geht, der Ernteprozess, wo es darum ging, hey, sind wir überhaupt zum erfolgreich sein berufen? Ganz einfach die Antwort, ja, Gott hat uns zu dem berufen. Und wie gehen wir mit unserem eigenen Erfolg um und wie gehen wir mit dem Erfolg um, den die anderen können geniessen? Finden wir das auch cool? Oder was macht das mit unserem Leben? Und heute kommen wir zu der Wintersaison. Der Winter, dort geht es um das Neue ausrichten. Im Winter geht es darum, dass der Weinstock von all diesen Saisons, die vorangegangen sind, sich kann erholen, kann ausruhen, dass er wieder ready ist für die Saisons, die werden kommen, nämlich der Frühling und den ganzen Prozess wieder von vorne kann anfangen. Und ich möchte echt zum Start Gott einladen und beten. Jesus, merci vielmal, dass wir hier sein in deinem Haus. Merci vielmal, dass du uns dein Wort gegeben hast als Bedienungsanleitung für unser Leben oder als Liebesbrief für uns ganz persönlich. Und ich danke, dass wir dürfen durch dein Wort heute Abend ermutigt werden, inspiriert werden, vielleicht getröstet werden und erfrischt werden, an deinem Herz dran zu bleiben, Jesus. Und die Mission, die du uns hast auftritt, nämlich Menschen für dich zu begeistern, dass wir dort auch neues Feuer überkommen und sagen, hey, yes, mit dem Jesus rennt jetzt unterwegs sein. Und wir geben unser Herz dir her. Bitte begegne du uns und rette unser Leben rein heute Abend. Amen. Mein erster Punkt heisst also, sei fruchtbar. Nicht bis furchtbar, sondern bis fruchtbar. Im 1. Mose 9, 7 lesen wir, also seid fruchtbar, vermehrt euch. Laut du und ich, wir sind zum Fruchtbringen erschaffen. Und dir kommt immer in den Sinn, wenn du den Vers hörst, ah, fruchtbar, gleich vermehrt euch, gleich Kindli machen. Ich habe schon zwei gemacht, yes, come on. Ich bin on track. Aber lass uns das mal sprengen, weil es gibt noch andere Möglichkeiten, wie du kannst fruchtbar sein und Zuwachs produzieren. Ich glaube, es geht mehr darum, dass du Zuwachs produzierst. Und wenn Kinder zugehören, Halleluja. Es geht dort darum, hey, was legt dir Gott in die Hände? Was hast du in deinen Händen, dort wo du jetzt bist? Was machst du mit dem? Vergrabst du es wie der andere Typ, der einen von diesen Münzen bekommen hat und hat gefunden, oh, no risk. Nicht no fun, nicht no risk and fun, sondern hat das vergraben und es ist nichts daraus geworden. Und wo der Chef ist zurückgekommen und hat gesagt, hey, gehen wir mal zurück, was er nicht anvertraut hat, hat er einfach nur das Loch auftun und gleich wieder zurückgehen. Das hat er nicht so cool gefunden, sein Chef. Und ich glaube, du und ich, wir sind berufen zum Fruchtbringen. Darum bringe ich es am Anfang noch einmal. Weil in der Wintersaison innen könnte es vielleicht ein bisschen eine Durchstreckung geben mit dem Fruchtbringen oder mit dem erfolgreich sein. Aber dass wir nicht vergessen, Gott hat dich und mich geschaffen, zum fruchtbar sein, zum Zuwachs zu produzieren. Dass der Weinstock aber kann Frucht bringen, braucht es die Saison vom Winter. Das ist mein nächster Punkt. Es braucht den Winter. Und ich werde mal einen Winzer zu Wort kommen, der vom Business ist, was in der Wintersaison mit dem Weinstock passiert. Schauen wir mal rein. Im Februar, wenn es Schnee hat, fangen wir an zu schneiden. Wir lassen von diesen Reben lassen wir 3 bis 4 Triebe. 2 werden angebunden, 2 sind Reserven. Wenn der Trieb kaputt geht, kann man noch mal eine anbinden.
So bringen wir wieder ein System hinein. Vorher ist ja alles wild, es hat zu viele Triebe. Darum reduzieren wir schon im Winter wieder auf 2. Und das gibt relativ viel Arbeit. Man muss jeden Stock muss man individuell anschauen, wie schneidet man das. Das ist eigentlich eine sehr interessante Arbeit. Und hier mit diesem Schnitt wird eigentlich schon wieder das ganze System aufgebaut für die Zukunft. Hey, genau, von einem Profi erklärt, was passiert mit dem Weinstock in der Wintersaison. Wir lassen den Weinstock ruhen. Und dann so im Februar fängt man wieder an zu schneiden. Und wir schneiden so, dass etwa 4 Triebe übrig bleiben. 2 tut man anbinden wieder, ready zum wieder wachsen und Frucht bringen. Und 2 hat man als Reserve stehen. Und mit diesem Abschneiden wird das System vom Weinstock wieder so ready gemacht, dass er parat ist, im Frühling wieder zu sprießen und zu wachsen. Und der Challenge in der Wintersaison ist, man muss etwas abschneiden. Und das Abschneiden, das tut unter Umständen ein bisschen weh und das blüht bildlich ein bisschen. Aber es ist nötig, dass der Weinstock wieder parat ist und wieder ready ist für die nächste Saison vom Wachstum. Du und ich, wir müssen uns alle erholen. Wenn du einen Tag gearbeitet hast oder bist draussen gewesen, dann kommt der Abend, kommt die Nacht und du gehst plus minus ein paar Stunden schlafen, um dich wieder zu erholen, um wieder fit zu sein. Ich habe momentan ein ganz kleines Baby daheim, mein Sohn, der Leon. Und ob er will oder nicht, der hat den Hunger zwischendurch. Und wir haben Schichtbetrieb daheim momentan in der Nacht. Mal bin ich dran, mal ist meine Frau dran. Und ich komme aber gleich zu meinen paar Stunden Schlaf, dass ich einigermaßen ready bin, wenn es in den Tag hineingeht. Und wenn du eine Woche geschafft hast, dann freust du dich auf das Wochenende. Ich hoffe nicht, dass dein Leben auf dem Wochenende aufbaut, aber gleich, wir haben das Wochenende, wir haben 2 Tage frei, wo wir uns erholen können, wo wir zur Ruhe kommen und hoffentlich auch eine gewisse Zeit mit Gott verbringen, um uns zu erfrischen. Wenn du eine längere Saison geschafft hast, wie jetzt bis vor der Herbstferie, oder, dann was machst du? In der Regel? Die meisten von euch, 1, 2, die ganz extravaganten 3, 4, 5 Wochen Herbstferien. Dass sie dann nach der Herbstferien wieder voll parat zurückkommen zum Arbeiten, bis zur Weihnachten, bis zu der Sommer, bis zu der Skiferien, wollte ich sagen. Also, die Zeit von Ruhe ist etwas ganz Normales in deinem und in meinem Leben. Und es braucht der Winter, die Wintersaison von Ruhe, vom Neuausrichten, dass der Weinstock wieder parat ist für die nächste Saison, die ihn erwartet, nämlich zu Frucht bringen, zu erfolgreich sein. Wie hat denn das Jesus gelebt? Im Lukas 5, 12 bis 13 lesen wir, in einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnete ihm ein Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Wir denken, wow, krasse Story, wir sehen hier Jesus am Werk, mitten in seinem Job und er erlebt Erfolg, indem er jemandem sagt, hey, bist geheilt und die Person ist geheilt. Und wir denken, wow, so krass, hey, das will ich auch erleben, so will ich auch drauf sein, aber wir lesen meistens nicht weiter. Und wenn wir weiterlesen, lesen wir im Lukas 5, 15 bis 16, in Scharen strömten sie zusammen, sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Oder du musst dir das Bild mal vorstellen. Jesus hat jemanden geheilt, er spricht sich um, es kommen immer mehr Leute, die das erleben wollen, die das hören wollen, die Jesus sehen wollen, die vielleicht berühren. Und Jesus tut sich in diesen Momenten immer wieder zurückziehen, weil er weiss, wie wichtig das Ruhe ist. Und immer so überlegt, wenn jetzt Jesus einen Manager hat, so einen Tourmanager, weil Bekanntheit war zur damaligen Zeit, und dann hat er unter Vertrag noch gesagt, hey Jesus, ich organisiere eine krasse Preacher-Tour durch ganz Israel. Dann kann man gut vorstellen, dass der Tourmanager fast durchgedreht wäre, oben, weil dann, wenn die Leute wären in Scharen hergeströmt, hat Jesus gesagt, hey sorry, I'm out, ich mache mal einen Rückzug, ich gehe mal heute für mich chillen. Und mit meinem Vater reden, beten. Und er hat das konsequent durchgezogen. Er hat es anders gemacht,
als wir uns das vorstellen. Wir denken, wow, er war gerade im Flow gewesen, und es sind noch mehr Leute gekommen, und er hat noch Krasses können machen, er hat noch für eine größere Menschenmenge können preachen und krasse Sachen machen. Und Jesus hat es bevorzugt, zu sagen, hey, Rückzug, ich brauche Zeit für mich, um mich zu holen, und ich will mit meinem Vater reden. Im Lukas 6, Vers 10 lesen wir, Jesus sah einen nach dem anderen an. Schließlich sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus, er tat es und die Hand war gesund. Wieder Erfolg, wieder Frucht, die aus seinem Dienst rauskommt. Und wir lesen wieder weiter im Lukas 6, 12. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Und er zieht sich wieder zurück. Jesus nimmt sich immer wieder bewusst die Zeiten raus, wo er mit seinem Vater allein ist und er kann zur Ruhe kommen als Person und wo er mit seinem Vater im Himmel redet und sich von ihm erfrischen und inspirieren lässt. Jesus stieg auf einen Berg. Und das ist die Frage von mir an dich. Wann bist du zuletzt auf einen Berg gestiegen, sinnbildlich, um mit deinem Vater im Himmel persönlich Zeit zu haben? Wo ist dein Rückzugsort? Wo ist der Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst als Mensch? Wo ist der Ort, wo du zur Ruhe kannst kommen vor Gott und mit ihm kannst alles besprechen, wo du kannst dich inspirieren und dich kannst erfrischen? Wann hast du dir das letzte Mal bewusst die Zeit genommen, um deinem Vater im Himmel persönlich zu begegnen und dich von ihm zu erfrischen? Das ist das, was Jesus, der Sohn von Gott, wo du sagen, der war ja übergefüllt mit der göttlichen Energie und Power und Kraft und was auch immer. Er hat sich immer wieder, gerade in diesen Momenten, wo wir würden sagen, hey, let's take it all. Komm, wir sind im Flow innen, wir bleiben und wir wollen all die Tausende von Menschen sehen und wir preachen zu ihnen und wir geben nicht auf und wir setzen ihn oben drauf. Hat Jesus schon lange den Rückzug gemacht, wo er gewusst hat, ich werde aus mir raus anfangen Sachen machen, ich werde aus mir raus anfangen preachen und dann hat es die Power verloren. Wenn du und ich danach streben, erfolgreich zu sein und Frucht zu bringen, dann braucht es einen Rückzugsort als Grundlage für dein Fruchtbringen. Weil es ist dein Berg, wo du immer wieder hergehst, um zur Ruhe zu kommen, um dich mit deinem Vater im Himmel zu treffen. Mein dritter Punkt heisst, find zur Ruhe. Weil Jesus hat gewusst, dass er zur Ruhe kommen muss, weil er ein Mensch war. Er hat gewusst, dass es bedeutet, erschöpft zu sein. Also hat er gewusst, ich muss mir Orte schaffen, wo ich mich erholen kann. Weil immer in Leuten drin sein, ist anstrengend, stell dir vor. Und ein bisschen Erlebnis als Pastor bist du sehr viel mit Leuten unterwegs und sehr viel mit Leuten zusammen. Und wie ich mich erholen kann, ist, dass ich nicht in meiner Freizeit auch noch die ganze Zeit mit Leuten zusammen bin. Das wirst du mir fast nicht glauben, gell? Aber ich bin einfach gerne mit meiner Family und ich gehe gerne spazieren. Mit dem Kaffee und Kuchen als Ziel, oder? Sonst macht es auch keinen Sinn, zu laufen. Oder wenn du keinen Kaffee und keinen Kuchen bekommst am Schluss, ist es einfach nur mal langweilig. Jesus ist immer wieder zum Vater gegangen. Und ich stelle mir so vor, dass sein Geist dann ist genährt worden mit der Wahrheit vom Himmel. Mit der Königreichskultur hat er sich wieder abgeglichen, hat mit dem Vater geredet. Und mir steht in der Bibel, dass Jesus das hat gemacht hat, was ihm der Vater hat gesehen hat. Oder was ihm der Vater hat gesagt, was er machen soll. Und ich glaube, wenn du dir die Zeiten nimmst und die abgleichst mit den Ideen und mit dem, was der Vater dir will, dass du machst, dann nährst du deinen Geist, den Geist von Gott in dir innen und der wird die Seele prägen in dir innen. Die Seele ist so fest geprägt von den weltlichen Sachen, ist getrieben von dem, was die Welt dir sagt, was du müsstest, was erstrebenswert ist, was gut ist. Donner, he? Nicht schlecht. Und wenn du den Geist nährst in dir innen, dann wird die Königreichskultur deine Seele prägen und nicht umgekehrt. Hast du etwas Bild, was ich meine? Also lass deinen Geist, lass dich prägen von der Wahrheit vom Himmel und nicht von der Unwahrheit, ich sage es jetzt mal so plakativ, vor Welt. Wo dir alles verkaufen als Wahrheit oder als der letzte Trend oder als das, was du noch müsstest haben, aber schlussendlich wirst du nicht glücklich dabei. Wir lesen weiter im Johannes 6, 15. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Die Zeit mit Song geht weiter. Die Leute haben Jesus so cool gefunden, dass sie kurz davor waren, zu sagen, hey, wird unser König. Und ganz ehrlich, wer von uns hier
hat nicht gesagt, hey, jetzt warten wir noch gerade, weil zum König bin ich noch nie gesalbt worden, das wäre eigentlich noch cool. Und dann gehe ich dann immer noch auf den Berg. Es war doch verlockend für Jesus, hier zum König gemacht zu werden. Aber er wusste, das ist nicht meine Berufung, das ist nicht das, was ich dazu bestimmt bin. Ich bin eh ein Königskind, ich bin eh der Sohn vom Vater. Und er hat sich wieder ganz allein auf den Berg begeben und hat sich Zeit genommen mit seinem Vater. Im Psalm 46,11 steht, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Hey, bist mal still und erkenne, dass ich die Gott bin. Und wem fällt es extrem einfach, einfach mal still zu sein? Dann bitte die Hand auf. Wem fällt es einfach, so richtig still zu sein? Wunderbar. Ein paar von euch haben Respekt, weil ich finde es unheimlich schwierig. Und das Krasse ist, du und ich, wir sind nicht gemacht als Human Doings, sondern als Human Beings. Du bist gemacht als Seiender und nicht als Tuender. Und es ist doch so schwierig in der heutigen Zeit, einfach mal ruhig zu werden, wirklich still zu sein und zu erkennen, wer Gott ist und dass Gott Gott ist. Und ich möchte dir heute die Zeit schenken, wo du jetzt das kannst ausprobieren. Ich werde dich einladen, dein Herz aufzutun und ich werde dir so einen 2-Minuten-Spot geben, wo du jetzt kannst deine Augen zutun und du dir mal kannst überlegen oder mal kannst probieren zu erfassen, wer Gott ist in deinem Leben, in deiner Situation, in der du gerade stehst. Und lass es wirken auf dich und lass es Gott dir in dem Sinne, was sagen. Bist still und erkenne, dass ich Gott bin. Wir werden ein bisschen Musik haben im Hintergrund und ich werde die Zeit nachher abschließen. Let's go. Leider ist die Zeit schon durch. Ich finde es sehr relaxing, einfach mal still zu sein und mir vorzustellen, wer Gott ist, wer ich bin. Und es gibt mir so eine andere Perspektive vom Leben. Und es werden diese Sachen viel weniger wichtig oder viel weniger gewichtig. Und echt zu wissen, hey, Gott ist Gott und er ist mein Vater, das tut so gut. Und es war jetzt 2 Minuten gewesen. Und wie wäre es, wenn du so Slots in deinem Leben findest, so Momente findest, wo du kannst sagen, hey, ja, ich werde einfach mal ruhig. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen etwas machen. Oder ich habe das Gefühl, definitiv, ich gehöre zu dieser Sorte von Mensch. Und einfach mal zur Ruhe kommen und hören und mir vorstellen, wer ist der Vater im Himmel, der sagt, er liebt mich, er ist für mich. Er will mir Sachen zeigen, die ich noch nie gesehen habe und ich mir nicht vorstellen kann. Und zur Quelle zu gehen und mich zu inspirieren. Das ist ein grosses Geheimnis, das Jesus hat gecheckt. Du, bei Gott findest du zur Ruhe. In dieser Welt ist es schwierig, manchmal zur Ruhe zu kommen, weil dir so viele Sachen angepriesen werden, als das, was es bringt, als Geheimtipp von dem und als Geheimtipp von dem. Und du haschst nach dem und irgendwie schlussendlich merkst, irgendwie hat es nicht ganz gebracht und dein Herz ist gleich unruhig. Aber bei Gott findest du zur Ruhe. Fing immer wieder zur Ruhe und sammle Kräfte in dem Innen. Und fing heraus, was dein Lebensrhythmus ist. Täglich, was machst du täglich, um Momente von Ruhe einzubauen in deinem Leben? Momente einzubauen, wo du zur Ruhe kommst und wo du am Herz vom Vater kannst sein. Was baust du für einen Rhythmus ein, wöchentlich? Vielleicht, dass du wirklich sagst, hey, nimm mir wirklich das Wochenende, am Wochenende einen Teil von dieser Zeit raus, wo ich wirklich ganz bewusst runterfahre und in die Gegenwart von Gott gehe und mich lasse frischen für die Woche, die wieder kommt. Was machst du monatlich? Merke, dass du ein Raster hast, dass du so einen Anhaltspunkt hast, wie du das machen kannst. Vielleicht nimmst du dir im Monat einen Tag aus und sagst, hey, ich melde mich ab. Ich tue das Nattel auf die Seite, ich tue TV auf die Seite, ich tue die Playstation fort, ich melde mich einfach ab und ich bin einfach mal. Für mich, mit meinem Gott. Und was machst du jährlich? Vielleicht machst du jährlich irgendwie mal ein Retretten und sagst, ich bin mal 2-3 Nächte bin ich fort und du reflektierst dein Leben, du reflektierst das letzte Jahr und überlegst, wo du hergehen willst und fragst Gott, was er für dich für Pläne hat. Und du kommst zur Ruhe. Überleg dir, was dein Lebensrhythmus ist. Wo hast du die Ruhemomente in deinem Leben drin, wo du kannst zur Ruhe kommen und wo du kannst Gott begegnen. Mein 4. Punkt ist, wer bist du, wenn die Frucht auf sich lässt warten? Oder noch konkreter gesagt, wer bist du, wenn du keine Frucht bringst im Leben? Wenn die Frucht fort ist, wenn du Misserfolg hast, wenn du dich bleiben stecken fühlst in der Wintersaison. Oder nicht kannst herstellen und sagen, hey, ich habe gestern eine Menschenmenge gehabt und dann habe ich hier jemanden gehalten, dort jemanden gehalten und dort ist etwas Krasses passiert, sondern du hast eigentlich nichts zu erzählen.
Wer bist du denn? Ich glaube, du und ich haben in unserem Leben Situationen, die nicht immer den Erfolg und die Frucht bringen, sichtbar ist in unserem Leben. Und die Frage ist, was das mit dir macht. Was macht es mit dir? Wo hast du deine Identität? Bist du von diesen Sachen abhängig oder bist du von diesen Sachen unabhängiger? Und ich glaube, in diesen Wintersaisonsinnen, in diesen Saisonsinnen, wo es Herausforderung gibt, wird deine Identität gestärkt und dein Charakter geschliffen. Und das Coole ist, du kannst dir die Umstände zwar nicht aussuchen, das ist das weniger Coole, aber das Gute ist, du kannst dich entscheiden, wie du auf alle Umstände in deinem Leben reagierst. Du kannst entscheiden, wie du einem Umstand entgegentrittst. Das macht niemand für dich, du bist nicht fremdbestimmt, sondern du kannst sagen, ich nehme es in Angriff, ich schaue in die Augen und ich entscheide mich, dort durchzugehen. Oder du kannst im Selbstmitleid versinken, oder du kannst deprimiert werden und so weiter. Es gibt ja jede Möglichkeit, wie du reagieren kannst. Aber du hast in den Händen, wie du reagierst. Ich habe persönlich so eine Winterzeit, eine tiefe Winterzeit, kann man dem sagen, erlebt. Ich habe selber schon dürfen erleben, wie es sich anfühlt, wenn du eine Erschöpfungsdepression hast und du dich von Kopf bis Fuß beschnitten fühlst, weil du irgendwie dir gar nicht mehr zutraust und weit weg davon bist, Erfolg zu haben, Früchte zu bringen, sondern gar nicht mehr weißt, ob das jemals wieder möglich wird in deinem Leben. Ob du überhaupt aus dem jemals wieder rauskommst. Und das war eine Situation, wo ich etwa eineinhalb Jahre drinnen war. Und ich habe mich in dem Moment entschieden, ich bleibe an Jesus dran und ich werde nie aufgeben. Und es hat extrem viel gemacht mit meinem Leben. Ich habe mein Leben dürfen neu lernen leben. Ich durfte mich erkennen, wer bin ich, wie bin ich unterwegs, warum bin ich dort gelandet, wo ich gelandet bin. Und ich durfte Schritt für Schritt in diesem Change Management, würde ich dem sagen, in diesem Veränderungsprozess, den Gott bei mir hat zugelassen hat. Und es war eine Aushaltung, es war ein Spannungsfeld. Ich durfte mich reflektieren und mich herausfordern. Und heute möchte ich sagen, ich werde die Saison in meinem Leben nie missen. Ich werde nicht, dass die Saison in meinem Leben. Ich werde nicht zurückdrehen und sagen, hey, das schneiden wir raus. Weil wenn ich das nicht erlebt hätte, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Weil ich durch bin gegangen und in diesem Moment wünsche ich niemandem, so eine Situation zu erleben. Ich wünsche niemandem, dass er jemals in seinem Leben so etwas erleben muss. Weil es einfach nur schrecklich ist, grundsätzlich. Aber meistens ist es nicht. Also meistens ist es nicht die Erntesaison, wo die haben eine Challenge, oder? Dann bist du Jubel, Trubel und am Schluss machst du noch das Weinfest, oder? Und stoßt noch zusammen an. Meistens ist es die Wintersaison, oder die Saison, die sich karg anfühlt, die sich trocken anfühlt, wo du keine Perspektive vielleicht hast oder findest, hey, ich bin ein Loser. Aber das schafft an deinem Charakter, deiner Identität. Und ich kann dir sagen, wenn du einen edlen Charakter hast, wenn du an deinem Charakter schaffst, dir werden die Türen im Leben aufgehen. Weil man sieht, wie du persönlich als Person unterwegs bist. Du musst nicht mehr ellbögeln. Da gehen dir vielleicht auch die Türen auf, aber mal schauen, wie lang. Und wie cool, dass die Leute längerfristig finden. Aber wenn du einen edlen Charakter hast und du weißt, wer du bist in Jesus, ich kann dir versprechen, Gott wird dir die Türen auftun. Und ganz am Schluss bleibt der Charakter und deine Identität. Und ganz am Schluss bleibt euch Jesus. Weil alles andere kann ihr nicht vorziehen. Alles andere, ich meine, ganz ehrlich, wer ist noch für dich, wenn du niemand mehr bist? Wenn du nicht mehr kannst leisten, wenn du am Arsch bist, auf Bändisch gesagt? Dann merkst du sehr schnell, wer deine Freunde sind und wer nicht. Und dann merkst du sehr schnell, dass eigentlich niemand mehr unbedingt so dich angesehen und sexy findet. Weil du kannst nicht mehr bieten. Die Welt sagt dir, wie du musst sein. Und ich sage dir heute, deine Identität liegt nicht in deiner Fähigkeit oder in deinem Können. Deine Identität beruht nicht auf der gesellschaftlichen Stellung, die du dir hast erarbeitet. Oder auf all deinen Likes und was auch immer, Kommentare, die du auf Instagram und Social Media bekommst. Deine Identität gründet nicht auf deiner Leistung. Deine Identität liegt nicht in dem, was du erreicht hast im Leben. Deine Identität liegt nicht in dem, was du besitzt. Deine Identität liegt nicht dort drin, was die Leute über dich denken, was sie über dich sagen. Deine Identität ist gegründet darauf, dass Gott dich erwählt hat. Deine Identität ist gegründet darauf, dass Gott dich segnet.
Deine Identität ist gegründet darauf, dass du von Gott angenommen bist, so wie du heute bist, perfekt, einzigartig, einmalig. Und deine Identität gründet darauf, dass du von Gott geliebt bist. Glaubst du es? Hast du es verinnerlicht? Und so, wenn du das weißt, dann ist es doch gleich, wenn die Leute mal nicht nur das Beste über dich erzählen oder das Beste über dich denken, dann kannst du ein bisschen mit einem lächelnden Auge denken, ja, okay, wenn du es brauchst. Und es ist nicht stolz sein, sondern du bist gegründet in Gott und darum bist du eine selbstbewusste Persönlichkeit. Darum hast du Identität, die verhebt, die nicht immer ins Wanken kommt, wenn etwas von dem nicht stimmt. Weil die Leistung oder das gut dastehen oder die Position, die du hast, das ist alles, was dir die Welt sagt, dass du das brauchst, dass du jemand bist. Und ich bin nicht gegen das. Ich finde das super, wenn du in deinem Job bin, kannst etwas leisten und kannst Einfluss nehmen und kannst einen guten Job machen und durch das befördert wirst. Aber die Frage ist, ob du, wenn der Job fort ist morgen, in ein Loch gehst. Und dann hast du auf etwas verlassen und auf etwas gebaut, das nicht nachhaltig ist. Nämlich morgen kann dein Job fort sein. Morgen können die Leute doof finden. Die Frage ist, was du dann machst. Bist du dann den Boden zerstört und kannst dann sagen, hey, schau, ich habe Jesus. Und das reicht dann mal grundsätzlich. Und ich möchte dir wieder so eine Zeit schenken. Die Message soll nicht nur Theorie sein, sondern sie soll ganz kleine Teile drin haben, wo du kannst echt ganz praktisch rausfinden und erleben und spüren. Ich möchte dir eine Zeit schenken, wo du kannst wieder die Augen zutun, lass dir ein bisschen offen. Streck dein Herz Gott her, erwarte von ihm, dass er heute dir begegnet. Und ich lese dir so ein paar Statements vor aus der Bibel. Wer du bist in Gott, was dir zusteht. Und lass es in dein Leben hinein wirken. Und schau mal, was Gott dir das sagen will. Lass uns das ausprobieren. Du bist eine Schöpfung von Gott. Du bist geliebt von Gott. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Du hast Frieden mit Gott. Du stehst in einem Bund, in einer Freundschaft mit Gott. Du bist errettet von der Macht der Finsternis. Du bist versetzt ins Reich von Gott. Du bist durch das Blut von Jesus teuer erkauft. Du bist das Eigentum von Gott. Du bist ein Kind von Gott. Du hast dein Bürgerrecht im Himmel. Du bist ein Erb Gottes. Du hast freien Zugang zu Gott. Du bist in der Hand von Gott. Du bist vom Heiligen Geist reich beschenkt. Du hast durch Jesus ein neues Leben und eine neue Identität. Deine Identität gründet darauf, dass Gott dich erwählt hat. Deine Identität gründet darauf, dass Gott dich segnet. Deine Identität gründet darauf, dass du von Gott angenommen bist, so wie du bist. Deine Identität gründet darauf, dass Gott dich liebt. Und wenn wir es schaffen, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind in Gott, und wir können ausbrechen aus diesen Vorstellungen und Festlegungen, was die Welt hat, was ein cooler Typ oder eine coole Typin darstellt und wer das du bist, wenn du etwas leistest.
und du aus diesem Game kannst aussteigen und kannst sagen, hey, ich weiss, ich lebe hier in dieser Welt und ich gebe mein Bestes, erfolgreich zu sein, ich gebe mein Bestes. Aber schlussendlich definiert es mich nicht. Schlussendlich kann ich aus dem ausbrechen und kann sagen, hey, ich bin ein freier Mensch. Ich bin nicht gefangen von diesen Sachen, die die Welt dir erzählt, dass es strebenswert ist. Und ich rede nicht gegen das Leben auf dieser Welt. In keiner Art und Weise leben davon, dass du ein freier Mensch bist, weil du nicht gefangen bist in diesen Gesetzen und in diesen Machenschaften, von was anscheinend dich ausmacht. Du bist gegründet in Jesus. Und wenn du gegründet in Jesus bist, dann weißt du, wer du bist und was dich ausmacht. Und dann kannst du selbstbewusst herstehen. Und da ist schon wieder das Wort selbst drin. Siehst du es? Es geht immer um mich. Dann kannst du herstehen in der Sicherheit, und du weißt, du bist ein Kind von Gott. Und er steht hinter dir, mit dir, neben dir, vor dir. Und er wird dich Schritt für Schritt führen und leiten. Und mein letzter Punkt heisst, bleib in mir. In Johannes 15,5 heisst es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Du, in diesem Weinstock-Gleichnis innen kommt, bleib in mir, fünfmal vor. Also wenn du in Jesus bleibst, du wirst Frucht bringen. Es geht gar nicht anders. Und dazu möchte ich noch anfügen, wenn du in Jesus bleibst und nicht aufgehst, dann wird der Frühling wieder kommen. Das ist meine Zusage für dich heute Abend. Und wir lesen in Prediger 3, 1-8, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Alles hat seine Zeit auf dieser Welt. Aber du findest keine Zeit vom Aufgeben in der Bibel beschrieben. Es steht nie, dass die Zeit vom Aufgeben definiert ist, sondern entscheide dich, an Jesus dran zu bleiben. Und wenn du an Jesus dran bleibst, dann wird die Frucht kommen. Wenn du auf einen Berg gehst und dir immer wieder das Herz von Jesus füllen oder das Herz von Gott für dein Leben zeigen und du dir selber Zeit nimmst vom Ausruhen. Das kann ganz praktisch sein, dass nicht die ganze Zeit im Nattel rumhängst und irgendwie noch eine Serie-Hurte reinziehst, sondern einfach mal, leg mal auf dein Bett und chill's mal und erhol dich mal so richtig, ohne Reizüberflutung. Und in dem Sinne probier zu hören, was Gott dir sagen will, weil du Frieden und weil du in Ruhe innen bist. Bleib mit Gott verbunden. Und so wirst du können, eine Saison, die sich wie der Winter anfühlt, wirst du können durchgehen. Und manchmal ist die Spannkraft, die du brauchst, das auszuhalten. Und nicht zu sehen, dass es morgen vorbei ist und nicht zu wissen, ist es morgen oder übermorgen oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Aber ich dir zusprechen, der Frühling wird kommen, wenn du in Jesus bist und du dich entscheidest, nicht aufzugeben. Ich habe das schon x-fach in meinem Leben erlebt, wenn man sich positioniert als Kind von Gott und man sich entscheidet, Gott zu vertrauen und auf ihn zu hoffen. Und weiss, er hat das letzte Wort. Dann ist die Person auf deiner Seite, die Bestand hat. Es ist eine felsige Brandung, die nicht so schnell wird umgeschüttelt werden. Und du kannst dich dort dran festhalten und dich immer wieder so positionieren. Und du wirst sehen, wie Gott mit dir zum Ziel kommt. Und ich werde dich einladen zum Schluss, dass wir alle zusammen aufstehen und ich werde dich beten für dich. Ich will ganz speziell beten für dich, wenn du heute Abend hier bist und du merkst, du bist so in einer Wintersaison. Du fühlst dich wie festgefahren oder du fühlst dich genau so, dass du denkst, hey, ich sehe keine Frucht in meinem Leben, ich sehe keinen Erfolg. Dann werde ich jetzt für dich beten und dir zusprechen, dass Gott mit dir zum Ziel wird kommen. Die Saison vom Frühling, die wird wieder kommen. Jesus, merci vielmal, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Und merci dürfen wir wissen, dass du es mit uns gut meinst. Und merci, dass du sagst, wenn wir in dir bleiben, werden wir Frucht bringen. Und ich danke, dass du jedem Einzelnen, der heute Abend hier ist, der sich in der Wintersaison innen fühlt, dass du jedem Einzelnen begegnest, ganz persönlich, dass du jedes Einzelne ermutigst und
mit deiner Liebe ins Herz hineinwirkst, Jesus, dass sie ermutigt sein dürfen, dran zu bleiben mit dir und nicht aufzugeben. Dass sie sich positionieren als deine Söhne und als deine Töchter und sagen, Jesus, ich bin dein Kind und ich gebe nicht auf. Und ich warte darauf, dass der Frühling in meinem Leben wieder anfängt zu sprießen. Und ich verspreche dir, dass wenn du so unterwegs bist, so wie du merkst, dass Gott mit dir und für dich ist und dass er den Frühling in deinem Leben wieder kommt. Und Jesus, danke, dass du uns allen hilfst, dass wir immer wieder den Ort suchen, wo wir zur Ruhe kommen können, dass wir immer wieder einen Rückzugsort in unserem Leben finden, wo wir selber zur Ruhe kommen können, wo wir uns erholen können, wo wir Zeit haben können, auf dein Reden zu hören, uns mit deinem Herz abzugleichen dürfen, zu spüren, was dran ist für unser Leben. Dass wir voller Erfrischung, voller Erquickung ins Leben rausgehen wieder und dürfen Frucht bringen, dir zur Ehre, Jesus. Ich danke, dass du so gut bist mit uns, mit unserem Leben. Und ich danke, dass du möchtest Ströme vom lebendigen Wasser aus uns rausfließen, Jesus. Ich danke, dass du uns dein Herz herziehen willst, dass wir dürfen die Pläne erkennen, die du für unser Leben hast, wo du mit uns willst, die Welt auf den Kopf stellen, den Arbeitsplatz willst du auf den Kopf stellen, die Schule willst du auf den Kopf stellen, die Familie willst du auf den Kopf stellen, den Sportclub willst du auf den Kopf stellen, weil wir mit dir verbunden sind und du uns innen lebst. Und du mit uns dorthin kommst, wo wir sind und dort, wo wir sind, ist heiliger Boden, weil du mit uns bist. Und ich danke, dass wir so ein Leben leben können, wo wir immer die Zeiten uns nehmen, wo wir mit dir connected sind, dass der Strom vom lebendigen Wasser immer neu belebt wird und immer neu erfrischt wird, dass er fließen kann, Jesus. Amen. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjöstichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.